herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute ganz herzlich einladen zu einem Beauty Haul und zwar null Mama-lastig, beziehungsweise doch, ich muss euch ein bisschen was zeigen, weil ich war auch ich war beim Douglas Online bestellen, ich war bei Makeup Revolution und ich habe bei TK Maxx tatsächlich ein paar Kinderklamotten gefunden und wollte euch mal das zeigen, weil wir haben hier in Ludwigsburg im Marschtalzentrum haben wir praktisch ein neues Einkaufszentrum, das ist jetzt schon bestimmt 2-3 Jahre da. War aber jetzt praktisch von meiner Heimatstadt, also Richtung Zuffenhausen, Stuttgart, wo ich halt wohne, ist das halt einfach nicht so meine Ecke, weil ich bin aber sonst am Hauptbahnhof praktisch da unten einkaufen gegangen, in unserem großen Milaneo. Das ist halt so ein richtig riesen Einkaufszentrum mit dem Primark und alles. Und bin jetzt aufgrund dessen, dass ich heute Feindiagnostik bei unserem Kind hatte, da erzähle ich aber alles mal in diesem Schwangerschaftsupdate. Ich drehe jetzt nach und nach die Schwangerschaftsupdates für euch. Wie gesagt, erzähle euch auch, wie es bei der Feindiagnostik war. Also das ist praktisch ein spezieller Test, um Organe nochmal richtig einschätzen zu können. Hi, Nuki. Nuki muss auch ins Bild. Hallo. Und er ist auf jeden Fall, also wenn ich sage, er ist groß geworden, ist das jetzt voll übertrieben, aber er ist auf jeden Fall mega, mega süß. Er kaut nämlich gerade im Bett einen Knochen, der bestialisch stinkt, deswegen versuche ich mich nicht ablenken zu lassen. Und auf jeden Fall habe ich bei TK Maxx einige sehr, sehr geile Items gefunden. Bist du noch nicht Abonnent meines Kanals, dann tu das doch sehr gerne. Ich freue mich total über Zuwachs. Ich erwarte gerade Nachwuchs. Ich bin in der 22. Schwangerschaftswoche und freue mich natürlich, wenn du auch bei meinen Schwangerschaftsupdates dabei bist. Und ich möchte gar nicht so viel reden. Wir fangen jetzt mal an mit meinem Mini-Haul bei TK Maxx. Zeige euch auch ein paar Babyklamotten, die ich praktisch dort gefunden habe, weil ich die mega, mega süß finde. Einfach euch als Anregung, falls ihr denkt, es gibt da jetzt nur so Make-up, Ramschsachen oder so. Es gibt tatsächlich auch ganz, ganz süße Sachen dort. Das erste, was ich euch zeigen möchte, sind meine Errungenschaften für unser Kind. Wir wissen mittlerweile auch, was es wird. Das wird auch mal in einem tollen, tollen Video für euch kommen. Ich habe ein total süßes Set gekauft. Das besteht aus so mehreren Teilen. Das ist alles sehr Ami-lastig. Und ich habe mir so ein Teil gekauft und zwar mit total süßen Giraffen drauf. So ein Wende-Spucki-Tuch, also total süß. Das ist jetzt zum Beispiel die Hose dazu, die ich aber denke, die wird ein bisschen klein sein. Da werde ich, denke ich, mal ein Bündchen dran nehmen. Das ist auch so eine voll süße Hose. Dann ein Mützle dazu, Jäckchen und so, total süß. Dann hatte ich hier noch so ein Vierer-, Dreier- oder Vierer-Set, diese ganz weichen Spucki-Tücher, wenn es zahnt. Und habe jetzt auch so mit Pfötchen drauf. Natürlich bei 2 Hunden und 6 Katzen würde das auch passen. Und was halt eigentlich der Hit war, ich habe einen total süßen Overall gesucht für ein Winterkind. Und ich habe mir jetzt diesen hier rausgelassen. Und zwar ist das ein wunderschöner gefütterter Plüschanzug mit so ganz, ganz süßen Applikationen. Also ich habe da nicht mal viel Geld ausgegeben. Also das ganze Giraffenzeug mit Schüchen und Fäustling hat 17,99 € gekostet. Und das Teil, was ihr gesehen habt, das Bärchenanzug, das ist jetzt ehrlich gesagt auch was für Fotos, weißt du, wenn man so schöne so Winterbilder macht, weil ich habe ja halt ein Winterkind und wir versuchen halt dann zu Hause schöne Bilder zu kreieren. Ich habe ein paar Schalen besorgt und schöne Tücher, um praktisch hier auf dem Bett schöne Bilder zu machen, weil ich habe ja hier gutes Licht und wir versuchen halt auf die Schnelle dann halt Weihnachtsgeschenke zu zaubern, weil ich werde wahrscheinlich davor nicht dazu kommen, Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Und dann habe ich noch total schöne Pinsel entdeckt. Also jetzt mal weg von Babysachen. Und zwar habe ich Real Techniques Pinsel gefunden. Die auch von so einer Limited Edition. Da ist jetzt allerdings noch das Papierchen drum. Mega, mega schöne Pinsel, sage ich euch. Die gefallen mir abartig gut. Und die haben gekostet statt 25, 6,99 €. Und den fand ich auch mega gut. Den würde ich sehr, sehr gerne als Foundation Brush benutzen, weil ich habe demnächst einige Foundations, die ich für euch testen werde, die ich aber auch euch gleich zeigen werde. Und das ist halt so ein richtig, ich weiß nicht, der erinnert mich so an Hatice Schmidt da, jetzt voll in meinem Nägel. Dunkelblau und das ist so ein richtig feiner Foundation Brush, wo ihr praktisch ganz grob Foundation auftragen könnt, aber mega, mega soft. Und was ich richtig toll fand, war, ich habe ein kleines Weihnachtspaket gefunden, der Stila Magnificent Metals. Das sind wegschnipst, ich habe jetzt irgendwann ein Sending geschnipst, sind 3 Farben. Und zwar einmal in der Farbe, die ich auch in groß habe, in der Farbe Gold Goddess. Also das ist halt richtig, richtig schön. Ich versuche mal ein bisschen was drauf aufzutragen. Und zwar ist das halt praktisch so ein ganz easy Glitzer, ja, den ihr halt praktisch einfach so benutzen könnt im Inner Corner oder sonst wo. Also unfassbar schönes Produkt. Und bei TK Maxx müsst ihr halt ein bisschen aufpassen.
Die neigen sehr dazu, sehr ramschig auszusehen. Das sieht dann halt furchtbar anstrengend aus. Dann sind oft Kartons aufgerissen, aber das war jetzt in dem Falle jetzt nicht so. Und habe praktisch noch die Farbe Kitten Karma. Ich wollte die auf jeden Fall haben. Das ist so ein Roségold. Ich bin halt gerade sehr, sehr schnell unterwegs. Also ich mag es nicht, so krass Make-up zu tragen. Ich habe jetzt heute nur gute Hautlooks sozusagen, weil ich einfach auch durch die Schwangerschaft einige Pickel bekommen habe. Und zum Beispiel, wie ihr seht, so Unebenheiten und so. Da könnt ihr aber nichts für machen. Das ist halt einfach so. Und dann habe ich noch die Farbe Diamond Dust. Das ist praktisch so ein richtig tolles Silber. Dieses Set hat statt 35 Euro 12,99 Euro gekostet und muss sagen, wow, also ich war so hardcore begeistert davon. Es gab noch mehr davon, es gab auch Shimmer and Glows, das sind praktisch solche Shimmer-Lidschatten, die ich aber ehrlich gesagt nicht benutze von Stila, weil dafür ehrlich gesagt mir das zu schade ist. Dafür nehme ich halt einfach eine Palette sozusagen und trage das damit auf. Und dann zeige ich euch mal direkt, was ich im Douglas gekauft habe. Douglas hatte letzte Woche Samstag, ich glaube, eine Art Blitz-Sale oder sowas oder irgendwie sowas. Ihr habt praktisch auch Sale-Produkte auf Sale-Produkte 20% bekommen, was ich mega geil finde. Und da haben wir zum einen die Becca Chloe and Malika Palette. Ich habe die goldene davon, weil die halt ein bisschen tiefer im Ton ist, also ein bisschen goldiger. Ich finde die sehr gut. Ich habe aber, meine beste Freundin hat jetzt bald Geburtstag am Sonntag. Und sie ist Mama zweier wunderschöner Söhne. Und ich wollte ihr so ein bisschen Luxus gönnen, muss ich euch ehrlich sagen. Weil ich habe einfach gesagt, ich möchte halt, dass sie sich auch wohlfühlt und auch mal so, auch als Mama, sage ich mal, ein bisschen so sich aufstylen kann. Und habe ihr dann diese Palette gekauft. Und zwar mit diesen schönen Tönen. Sie hat eine sehr helle Haut und kann dann die Highlighter, die Blushes und den Bronzer daraus benutzen. Ich werde es später noch putzen und für sie einpacken. Sie schaut nicht die Videos, Gott sei Dank, von mir. Deswegen weiß ich ganz genau, dass sie halt nicht hier drauf gucken kann. Denn als Mama hat sie keine Zeit dafür. Und habe dann einfach praktisch ihr das... Also habe jetzt einfach mal ein schönes Geschenk gesucht. Und das war tatsächlich mega im Sale. Ich glaube, ich habe nicht mal 20 Euro dafür bezahlt. Plus noch ein paar Blümchen, denke ich, freut sie sich sehr, sehr doll drüber. Diesen Monat war halt sehr, sehr viel Anschaffungen. Gerade Kinderklamotten sind unglaublich teuer. Und ich weiß auch oft nicht, was ich ihr schenken soll, denn sie ist genau wie ich. Sie kauft sich halt, was sie Bock hat. Und wenn sie halt gerade für ihre Kinder was einkauft, ist das halt für sie einfach das Luxus überhaupt. Und ich habe dann halt noch ein paar Proben bekommen. Die habe ich jetzt hier gehabt. Das war einmal die Flower Bomb Nectar von Victor und wie heißt diese Marke? Das hat die Alida, glaubt mir mal, gesagt. Victor und Rolf, genau. Da probiere ich mal aus, wie das riecht, weil ich glaube, das ist ganz gut. Und da habe ich noch Terre von Hermes, also für meinen Freund. Und dann habe ich mir halt auch ein paar Backup-Käufe gegönnt, weil meinen Moisturizer, also von Origins, den habe ich jetzt schon mehrfach als Favorit in meine Kamera gehalten. Der ist auch schon wieder fast leer, Leute. Ich benutze den wirklich teilweise auch für meinen Bauch, weil ich halt da ein paar trockene Stellen habe, die mir jetzt nicht so gefallen. Und muss einfach sagen, eine wundervolle Tagescreme. Ich trage die morgens und abends auf, wenn ich jetzt so ungeschminkte Tage habe. Zum Beispiel dann, also jetzt zum Beispiel an dem Tag, wo ich jetzt drehe, am nächsten Tag gehe ich zum Geburtstag meines besten Freundes. Das ist der Mann meiner besten Freundin sozusagen. Wir sind halt eine ganz eingeschworene Gemeinschaft und da mache ich halt abends mein Make-up. Also ich kacke dann schon richtig drauf, weil ich halt einfach, wenn ich rausgehe, natürlich einfach auch gut aussehen möchte. Und da muss ich sagen, da brauche ich diesen Moisturizer. Ich habe den mir zweimal gekauft. Da kostet eine Packung 29,95 €. Wenn ihr 20% seid, ihr bei knapp 23, 24 Euro. Es ist immer noch sehr viel Geld. Ich muss euch aber sagen, diese Creme ist absolut der Shit, weil die mir einfach von der Qualität her so gut gefällt. Habe ich einfach gesagt, möchte ich halt das jetzt nicht irgendwie ersetzen durch irgendwas, durch eine andere Creme, die halt günstiger ist, sondern ich behalte gerade jetzt in der Schwangerschaft natürlich meine Gewohnheiten bei. Und dann habe ich mir noch gekauft die Clear Improvement Oil-Free Moisturizer with Bamboo Charcoal. Das soll halt ein bisschen reinigender sein. Es soll halt auch ein bisschen Dreck rausziehen aus der Haut. Ich werde die auf jeden Fall testen. Das ist diese Packung hier. Ich finde die super, super gut. Also ich mag halt die Origins-Produkte. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten aussieht, aber ich versuche euch das mal anzoomen. Ja, es macht nicht immer so, was man will. Auf jeden Fall habe ich jetzt für mich halt entdeckt, dass ich diese Masken sehr, sehr cool finde. Ich habe hier ein Deckel drauf. Das mache ich jetzt nicht runter. Das ist so eine leicht gräuliche Creme. Die riecht auch
Also ein bisschen kohlelastig, also riecht jetzt nicht so gut wie der Moisturizer, aber ich denke, dass die Kombination mir auf jeden Fall wahnsinnig helfen wird. Und dann habe ich hier noch drei Foundations. Und zwar, ich bin halt ein absoluter Foundation-Junkie. Ich liebe Foundations testen und ich finde auch so Reviews, die interessieren mich halt auch unnormal. Und ich habe mir zum einen wieder die Healthy Foundation von Physicians Formula gekauft in der MN3. Und das ist halt meine absolute krass gute Foundation. Das ist auch die, die ich trage. Die ist sehr, sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Hat eine SPF von 20, das heißt einen Lichtschutzfaktor drin. Und sie sieht einfach auch sehr, sehr gut aus. Ich muss halt sagen, wenn ihr halt mal genau hinguckt, dafür, dass ich halt Pickel habe durch die Schwangerschaft und auch einfach unreine Haut. Ihr seht ja auch voll die Bomben hier im Gesicht. Jetzt hier zum Beispiel auch an der Schläfe seht ihr das halt auch. Ist es eine wundervolle Foundation. Das ist ein Backup, weil die kostet 14,99 mit 20%, seid ihr bei knapp 10 Euro, 11 Euro mit ein bisschen Prozente und das lohnt sich halt unnormal. Die letzten Items sind tatsächlich die neue Urban Decay Stay Naked Weightless Liquid Foundation. Und zwar, ich habe bei ganz, ganz vielen und vor allen Dingen auch bei ölreichen Hauttypen habe ich jetzt gesehen, dass bei Reviews, gerade bei den Amis, die haben das halt schon viel schneller wie wir, habe ich halt gesehen, dass diese Foundation bei denen unglaublich gut funktioniert hat. Ich versuche es euch mal nebeneinander zu sehen. Das ist praktisch die dunklere davon, die ist ein bisschen heller. Ich habe tatsächlich ein einziges Ding, was mir gar nicht gefällt, und zwar ist das eine Plastikverpackung. Ich finde halt, die Foundation, die ich hier habe, kann ich halt bald dreimal kaufen für das. Und das ist eine Glasflasche. Ich finde das halt voll der Fail. Ich mag das gar nicht. Oben ist eine Plastikkappe mit einem Pumpstoß drauf. Ich finde es okay, aber ich hoffe, die Foundation ist super. Ich habe im Instagram ganz, ganz tolle Reviews darüber gesehen. Gerade Reviews, die praktisch gesagt haben, dass die wahnsinnig gut deckt und dass sie auch echt gut ist. Und vor allen Dingen, die fühlt sich wohl sehr, sehr lightweight auf der Haut an, also praktisch sehr leicht auf der Haut an. Und ich werde sie auf jeden Fall testen für euch. Ich bin echt gespannt. Ich habe mir halt eine, ja, sehr gelbstichige und eine etwas hellere geholt, weil ich denke, wenn jetzt die ein bisschen zu hell ist, benutze ich das als Concealer. Weil ich sage euch ehrlich, der Concealer hat 2 € weniger gekostet. Und dann habe ich es nicht eingesehen, dann habe ich eine hellere Shade gekauft, benutze den halt als Concealer und dann habe ich praktisch dieselbe Foundation, aber benutze sie halt als Concealer. Und jetzt das nächste hat mich fast noch mehr gefreut, denn ich habe da sogar ein Gratis-Item, was ich in meine kommende Verlosung reinpacke. Zum 15. habe ich es leider nicht geschafft für euch, also jetzt praktisch eine Verlosung für euch zu starten, weil ich tatsächlich nach einem Frauenarzttermin eine Feindiagnostik durchführen musste. Nicht, weil es unserem Kind halt nicht gut geht, sondern einfach, weil die Ultraschallbedingungen ein bisschen blöd waren. Der Kleine, beziehungsweise die Kleine, hat sich die ganze Zeit weggedreht und somit konnte ich nicht richtig einschätzen, ob das jetzt alles so gesehen worden ist. Die Frau Doktor war dann praktisch selber der Meinung und hat dann praktisch einfach beschlossen, dass ich nochmal zu einem Spezialisten gehe, der sich halt mehr Zeit nehmen kann. Und zack, zack, wir wussten plötzlich, was es ist und da werde ich auf jeden Fall bald bei Bescheid wissen. Und ich zeige euch auf jeden Fall, was ich beim Make-up Revolution London bestellt habe. So, ich sage im Voraus, ich habe ein so, so schönes Paket für euch zusammengestellt und habe tatsächlich beim Make-up Revolution noch was bestellt und habe noch etwas dazu bekommen, was ich aber nicht gebrauchen tue. Deswegen würde ich es euch sehr, sehr gerne zeigen. Ich zeige euch erstmal, wie toll die Make-up Revolution Sachen mittlerweile eingepackt sind. Ich habe seit langem nicht mehr bei Cosmetic for Less mehr eingekauft, weil ich finde, dass Cosmetic for Less halt sehr nachgelassen hat. Ich mag den Laden jetzt nicht mehr so sehr. Ich war ja in Hamburg damals und habe bei Instagram, folgt mir da auch sehr, sehr gerne unter Jennywood Else YouTube und habe dort praktisch ganz, ganz tolle Items gefunden, ja, und habe da auch sehr, sehr gerne eingekauft. Das einzige Problem, was ich einfach hatte, ist, dass ich finde, dass die Verpackungen nicht so gut waren. Und Make-up Revolution hat halt richtig reingekackt. Also ich versuche euch das mal zu zeigen. Die sind alle mega sauber angekommen. Ich habe auch immer so eine personalisierte Karte mit Jennifer draufstehend. Und zeige euch jetzt auf jeden Fall mal, was ich gekauft habe. Das erste Item, was ich euch zeigen muss. Ich habe bei einem bestimmten Einkauf, habe ich ein Gratis-Item bekommen, das ich sehr, sehr gerne einem von euch schenken möchte. Das wird also eine mega, mega schöne Verlosung. Sondern es ist eine Make-up Revolution Shook Palette. Und zwar ist das Tisch wirklich mega schön. Da sind so tolle Farben dabei. Auch kleine Bronzer, Konturtöne. Ein super schönen Highlight. Ich werde die natürlich nicht swatchen, weil sie, wie gesagt, einem von euch gehören wird.
Ich brauche keine MAC. Also ich habe sehr, sehr viele High-End-Paletten und habe auch sehr viele Make-up Revolution-Paletten. Ich muss sagen, ich liebe meine Make-up Revolution-Paletten, benutze sie aber leider nicht so häufig, wie ich sie eigentlich machen oder benutzen sollte. Deswegen möchte ich sehr, sehr gerne eine von euch diese hier schenken. Wie gesagt, was ihr dafür tun müsst, ja, schreibt mir einfach sehr, sehr gerne unten rein, die Verlosungsbedingungen sozusagen, die dann halt stattfinden werden. Ich denke mal, wenn jetzt alles gut läuft, werde ich nächste Woche Freitag euch das Video hochladen. Da wird auch dieses Item dabei sein. Ich zeige euch dann auf meinem Bett praktisch, was für Items ich euch zusammengesucht habe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein oder zwei beschenken möchte. Es wird einmal hier so ein Paket ankommen. Also ich werde diese Kartons jetzt behalten und für euch dann rammelvoll füllen. Und da möchte ich das gerne verlosen an jemanden von euch. Wie gesagt, ich möchte halt aktive Mitglieder hier sehr, 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 sehr stark dafür bedanken und unterstützen. Dafür, dass ich halt einfach in der Zeit, ehrlich gesagt, einfach nur schwanger sein durfte und einfach nur zu Hause gewesen bin. Und da bin ich einfach wahnsinnig dankbar. Und wie gesagt, ich packe euch das auch ganz dick wieder ein. Und ich habe halt einige Limited Edition Pakete und einige Sachen, die ich einfach zurückgelegt hatte. Und dann habe ich für ganz wenig Geld, für 3, 5 und 3,99 ganz, ganz arg schöne Revolution Blushes gekauft. Das ist einmal die Farbe Blush Coral Dream, genau. Ich hoffe, dass ich sie aufgemacht habe für euch. Jetzt. Das ist die Farbe Coral Dream. Also mega schön. Dann habe ich hier die Farbe Baked Peach. So, Baked Peach. Das ist die Farbe Baked Peach. Also das Peach trifft halt mega gut zu. Also es ist mega schön, ja. Und dann habe ich hier noch die Farbe Rose Kisses. Die finde ich auch sehr, sehr schön. Das ist auch so ein Move, was ich ja persönlich sehr, sehr gerne trage. Ich habe sehr, sehr gute Sachen über die Blushes gehört. Die kosten echt nur 3,50 und da ist sehr, sehr viel Produkt drin. Und dann habe ich mir noch drei andere Sachen bestellt. Da habe ich eins schon ausgepackt. Und zwar bin ich mir noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Das ist der sogenannte von Revolution Pro Ultimate Coverage Crease Proof Concealer. Das soll praktisch ein Concealer sein, der praktisch nicht so in die Fältchen kriegt. Zumal ich denke, schaut mal die Konsistenz an. Die Konsistenz ist halt wahnsinnig dick. Also ihr seht es ja, also ich kann halt die super schwer verblenden. Ich weiß nicht, wie die nicht crease-proof sein soll. Ich neige halt dazu. Also natürlich ist die total volldeckend, aber ich weiß halt nicht, ob die wirklich crease-proof ist. Ansonsten würde ich, glaube, dieses Produkt nur benutzen, um mein Augenlid ein bisschen zu setten, beziehungsweise auszugleichen. Ich habe jetzt nicht so starke Venchen auf den Augen, also ich versuche es mal euch zu zeigen. Also ich habe jetzt so. Also ich habe jetzt hier praktisch jetzt nicht so starke Crease-Sachen. Also ich habe zum Beispiel ein bisschen Wimperndusche, das ist aber ganz normal. Und muss halt sagen, meine Haut ist momentan halt hier, kriegt halt so ein bisschen was rein. Ansonsten ist es eigentlich eine ganz normale Standardhaut. Ich habe halt, wie gesagt, durch die Schwangerschaft ein bisschen mehr Probleme wie sonst. Und dann habe ich eine Palette gekauft. Die war halt mega, mega schön. Und dann habe ich irgendwo mal gehört, dass das halt voll der Dupe sein soll zu meiner Blood Sugar Palette von Jeffree Star. Wer sie noch nicht kennt, sollte sie sich kaufen, weil die einfach der Hammer ist, sage ich euch. Das ist die Blood Sugar Palette von Jeffree Star Cosmetics. Das ist das Color Scheme, ja. Und ich habe jetzt einen total tollen Farbdupe gefunden. Und zwar ist es die Make-up Obsession Sweet Like Eyeshadow Palette. Also richtig schön mit so Kirschen. Und habe jetzt praktisch gedacht, dass das eigentlich eine tolle Möglichkeit ist, mal so. Ich sag mal so, auch vom Packaging her finde ich die auch sehr schön, muss ich sagen. Und ich finde halt, Leute, wie geil ist das bitte? Also ihr könnt jetzt natürlich nicht eins zu eins natürlich, das ist eine Palette, die halt total abgespeckt ist, ja. Aber ihr könnt halt schon ganz gut in die Richtung gehen, finde ich. Diese Palette kostet halt 60 und die kostet, glaube ich, 10 oder so. Das ist, denke ich mal, auch ein Versuch wert. Ich werde mal gucken, dass natürlich Get Ready With Me stattfinden. Ich mag die Make-up Obsession Paletten wahnsinnig gerne. Hi, Nuki Nuki. Ich werde auch mal gucken, dass ich irgendwie so ein Comparison-Video mache. Dann habe ich gesehen, dass Make-up Revolution, aber das habe ich nur so beiläufig mitbekommen, tatsächlich Setting-Puder hat und ich wusste das gar nicht. Ich habe das bei einer YouTuberin namens Make-up by Missa gesehen. Das ist eine Schottin aus Schottland, eine. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Die macht auch echt krass geile Looks, sage ich euch. Und habe jetzt hier praktisch einen
ein Setting-Puder bestellt und zwar in der Farbe Light Banana. Ich finde das Packaging erstmal sehr, sehr schön. Ich meine, es ist halt ein bisschen Spiegeldings, es ist halt einfach so. Es ist ein sehr, sehr schönes Packaging. Ihr macht praktisch das auf. Ich finde halt voll geil, dass da ein Spiegel und das ist ein richtiger Spiegel. Es ist also kein Spiegel, der so arg verzerrt. Da könnt ihr eigentlich auch mega gut euer Make-up drauf machen, muss ich sagen. Dann zieht ihr hier praktisch das Teil hier ab. Also hier, das macht den Deckel auf. Macht den Deckel weg und habt somit halt so eine Art Sifter. Ich finde das ein super schönes Packaging. Ich teste das. Ich bin echt gespannt. Ich habe nämlich keine Ahnung. Und dann das letzte Item, was ich einfach wow finde, ist, ich liebe diese kleinen Paletten von Make-up Obsession. Das ist die Love is Love. Also da geht es um praktisch um so eine Art Christopher Street Day Palette. Und ich muss die euch swatchen. Sieht einfach unglaublich aus. Also, das sind die Farben Sexuality, Life, Healing, Sunlight, Spirit, Harmony, Magic, Nature. Also, wir haben einmal das grüne Glitzer. Also, das grüne Glitzer. Dann haben wir das rote Glitzer. Richtig, richtig geil. Dann haben wir zum Beispiel hier einfach nur ein geiles, geiles Gold. Dann haben wir hier die Farbe Spirit. Das ist halt ein richtig loses Glitzer. Und dann haben wir hier jetzt noch die Farbe Magic. Und das ist ein wunderschönes türkisenes Schimmer. Die Paletten kosten, glaube ich, nicht mal 5 Euro. Ich glaube 4,80 oder so. Und ich finde halt die wirklich wunderschön. Das sind halt so ein bisschen chunky Glitzer sozusagen, die praktisch ein bisschen schon mit einer Base versehen wurden, sodass ihr die halt gut auftragen könnt. Ich würde euch vorschlagen, einfach die mit einem Pinsel aufzutragen und einem Glitzerkleber. Funktioniert super. Ich habe ganz andere Paletten, da sind auch richtig tolle Töne drin. Und Leute, das war auch schon mein Beauty, bzw. mein kleiner TK Maxx Haul. Ich habe wieder sehr, sehr gut auf die Kacke gehauen, muss ich aber auch sagen. Aber ich habe halt auch nicht immer Lust, alles zu kaufen für Klein Gnomio, ja. Wir haben schon relativ gut sind wir ausgestattet, also wir sind echt fleißig gewesen. Aber wir müssen natürlich auch immer noch wahnsinnig viel, es ist halt einfach ein Winterbaby. Und wenn es Winterbaby ist, da ist halt einfach jetzt noch nicht so ganz die Zeit, um praktisch Sachen zu finden und zu kaufen. Und deswegen muss ich euch einfach sagen, habe ich einfach mega Lust, mir auch mal was zu gönnen. Wie gesagt, ich denke, dass ich 2 Gewinner machen werde. Das wird halt ganz einfache Regeln haben. Ich werde aber schauen, dass auf Instagram praktisch auch ein paar Aktive dabei sind. Dass Instagram auch ein bisschen inkludiert ist und auch, wie gesagt, auf YouTube. Es ist jeder dazu auserkoren, der mindestens praktisch ein Alter hat, wo die Eltern wissen, dass sowas ist. Einfach Bescheid sagen und ansonsten halt gern die Eltern fragen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Ich räume jetzt erstmal das Chaos hier auf. Dann mache ich eure Päckchen fertig und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder.